Schell, ich bin Vorstandsökonomin. Ich möchte gerne einen Punkt anknüpfen, den Herrn Woll in seinem Vortrag angesprochen hat, der aber Bezug nimmt zu dem, was er in Bad gesagt hat. Und zwar die Frage, wie gehen Sie oder wie leiten Sie Bürgerbeteiligung ein? Und mich hat das schon überzeugt, dass wenn Sie so rangehen, dass Sie sagen, wir müssen Akzeptanz schaffen, damit es letztendlich alles schneller geht, dass das eine andere Wirkung hat auf die Bürgerinnen und Bürger, die Sie beteiligen wollen, als wenn Sie sagen, hier, es geht uns darum, etwas zu bewegen, wir müssen gucken, dass wir die Planung möglichst gut machen im Interesse und die Interessen aller berücksichtigen. Und da frage ich mich, ob da nicht das Wording schon eine Rolle spielt, im Sinne von, wir wollen Akzeptanz schaffen und damit wir hier schneller losgehen können. Müssen wir nicht zu einem anderen, zu einer anderen Begrifflichkeit kommen, und nicht nur zu einer anderen Begrifflichkeit, sondern auch zu einer anderen inneren Haltung? Weil ich sehe da schon einen Unterschied. Also trotz Ihrer Erfolgsgeschichten, die Sie haben, ist die Haltung, die aus dem Wording spricht, immer noch eine, die ich finde, die man optimieren muss. Das Wort Akzeptanz ist ja bei mehreren gefallen und Frau Barth hat sich ja quasi wahrscheinlich deswegen, weil jeder so ein bisschen was anderes darunter versteht, in dem Kontext explizit davon ein bisschen abgesetzt, aber nichtsdestotrotz. Also vielleicht müsste man das Wort Akzeptanz tatsächlich ersetzen durch zum Beispiel Vertrauen, ja. Denn natürlich, Akzeptanz oder auch Konsens wird es zu 100% niemals geben. Das wurde hier aus den Beispielen klar. Es geht darum, wir kommen aus einer Welt als Netzbetreiber und ein Stück weit kämpfen wir immer auch damit, Misstrauen, Intransparenz, wir waren früher Teil von großen Energieversorgern, Konzernen, also integrierten Konzernen, und müssen jetzt sozusagen ein bisschen was für unsere Reputation an der Stelle tun. Und das Thema Vertrauensbildung beginnt eben damit, dass Sie die Dialoge, die Sie da führen, mit dem Ziel führen, dass Sie hier eine echte Verbesserung Ihrer Planung wollen. Das ist zum Beispiel so ein Thema, was wir gerade bei dem großen Projekt Wahle-Meckler haben. Da haben wir über Jahre negative Schlagzeilen gehabt im Raumordnungsverfahren, 20.000 Einwendungen. Jetzt geht es ins konkrete Verfahren hinein und plötzlich merken die Bürgerinitiativen zum Teil, also ein großer Teil dieser Bürgerinitiativen und auch Gemeinden, da tut sich ja wirklich was. Mit denen kann man da wirklich über Alternativen im Vorwege des Verfahrens reden. Und was wir jetzt eben brauchen, ist eben tatsächlich diese Beispiele, dass wir die auch dann vermitteln und sagen, ja, es lohnt sich einzubinden. Beim Netzentwicklungsplan stellt sich natürlich sehr schwierig dar. Das ist eine sehr abstrakte Ebene. Ja? Also ich kenne ein paar, die haben sich diese Lastflussdaten auch mal geben lassen, nach dem Motto, gebt uns endlich Lastflussdaten, jetzt kann ich sie endlich bekommen. Verstehe sie trotzdem nicht. Ja? Das ist das, was ich immer sage. Ja? Es gibt einen Winterbericht der Bundesnetzagentur, der eigentlich sehr eindringlich den Bedarf auch vieler dieser unbeliebten Änderkleidungen sehr klar und plausibel und transparent darstellt. Ich glaube, die Fakten liegen alle auf dem Tisch. Es geht vor allem eben darum, Vertrauen aufzubauen. Wie schon gesagt, ich denke, wenn wir jetzt die ersten Beispiele haben, wo Bürger und Regionen merken, mit denen konnten wir reden, mit denen haben wir wirklich einen Kompromiss geschlossen, die haben sich wirklich bewegt, wenn wir das mal endlich darstellen können und wenn auch in diesem Prozess NEP alle lernen, Netzplanung, das ist eben nichts, was man so auf dem Bierfilz machen kann, wie Herr Merz seine Steuererklärung, sondern dass das eine komplexe Geschichte ist, wo man natürlich, die man möglichst transparent darstellen muss, wo man natürlich auch die Alternativen darstellen muss, denn die gibt es natürlich auch in der Netzplanung, in der Errechnung dieser Netze, dieser Rechenmodelle, die wir hier aufgestellt haben. Wenn wir das hinkriegen, dann ist schon viel getan. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg da. Wenn man das Gefühl hat, die gesetzlichen Vorgaben werden wirklich genau beachtet. Das stellt sich jetzt hier so ein bisschen, ist ein bisschen juristisch abstraktes Thema, aber trotzdem muss man sagen, also eine strategische Umweltprüfung ist, was das europarechtlich vorgeschrieben. Man kann sich schon fragen, müsste man nicht bei dem Szenario warten, der diese vielen Vorgaben macht, wo ja immer man sich fragt, ist das nicht eigentlich die Stelle, wo man mal alternativ diskutieren müsste? Also muss man sich mal fragen, wo sind die Kraftwerke, wo sind die Verbraucherentwickler und so weiter. Der ist gar nicht SOP-pflichtig, also der ist nach dem Wirtschaftsgesetz.
Gesetz muss bei gar keiner strategischen Umweltprüfung unterzogen werden. Da könnte man sich schon mal fragen, naja, ist es nicht europarechtlich vielleicht erforderlich, diese Ebene auch zu diskutieren? Im nächsten Schritt ist es jetzt so, dass die Bundesnetzagentur relativ lapidar in einem Satz gesagt hat, in ihrem Umweltbericht, ja, wir wollen jetzt hier keine Alternativen prüfen, weil es ist viel zu aufwendig. Und da muss man sich dann ja schon fragen, das betrifft jetzt natürlich die Bundesnetzagentur, nicht direkt Übertragungsnetzbetreiber, aber schafft man Vertrauen, dann sozusagen die gesetzlichen Instrumente, die vorgeschrieben sind, das ist ja, hat sich ja jetzt keiner neu ausgedacht für das GNDG, sondern steht im europarechtlich abzuleiten aus der SUP-Richtlinie und im UVPG, also im Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz. Wenn man das Gefühl hat, die werden nicht wirklich ernst genommen. Und vielleicht bevor man anfängt, irgendwelche aufwendigen Bürgerbeteiligungsverfahren zu machen, schafft es wahrscheinlich auch Vertrauen, wenn die Leute, die sich mit viel Aufwand an diesen ganzen Verfahren jetzt beteiligen, an diesem Entwicklungsplan, auch das Gefühl haben, da wird ernsthaft diskutiert und nicht nur sozusagen gesagt, was müssen wir hier so abhaken und am Ende haben wir ganz viel Vertrauen. Richtest du die Frage nur konkret? Das war ein Statement. Das war eigentlich eher sozusagen Ergänzung zu dem Beitrag von mir. Finde ich gut. So ein bisschen was die meisten Referenten ja auch zurückgespiegelt haben, was eigentlich Ziel von welcher Form und Intensität der Beteiligung auch man jetzt sprechen will, dass Herr Becker hat es gesagt, ein wirkliches Ergebnis zum Schluss rauskommt, also dass alle das Gefühl haben, es ist ein, also man kann doch was gestalten und einfach nur die reine Information im Vordergrund steht. Ja, leider habe ich seit meiner Studienzeit an der Universität in Tübingen zu selten die Gelegenheit, mein Deutsch wirklich zu prägen. So, ich würde, könnte ich vielleicht meine Frage auf Englisch stellen? Okay, so, I'm a Yank, my background is as a regulator in California. These themes are so familiar, it's a bit peinlich, but this is a big issue. And one of the things I didn't really hear, or maybe I didn't catch it, was a big bottleneck 20 years plus ago in getting stakeholders involved in transmission planning in California. And Virgo. And it came down to what we call black box modeling. That literally what broke open a lot of the involvement was thinking very, very hard on how to make sure whoever controls the model, whoever controls the input data, controls the process. It came down to that. So we spent a lot of time, I personally went through 3 years of this trying to figure out how to make that process accessible. I don't think we had the perfect answer, but we did have to get there to get to involvement. Are you thinking about that specific area of transparency? And if so, what are some of the things that you're thinking about? Also ich kann vielleicht für das Öko-Institut antworten, dass das tatsächlich ein wichtiger Punkt ist, ist jetzt ein relativ spezieller Nebenaspekt, aber tatsächlich die Frage der Modellierung und wer macht es eigentlich, wer hat die Input-Daten und gibt es eine Stelle in Deutschland, die das macht oder gibt es sozusagen mehrere, die das machen, damit man eben auch vergleichen kann, gibt es da ähnliche Einschätzungen am Ende und Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt, was Vertrauensbildung angeht, an. Jetzt nicht nur bei der Frage Netzbedarfe, sondern das gilt für alle anderen technischen Systeme auch, dass in dem Moment, wo es quasi einen Monopolist gibt oder so die sagen jetzt Blackbox, wo es eigentlich nur eine Institution gibt, die wirklich die ganzen Daten hat und wo das Know-how gebündelt ist, dass dann es eben sehr, sehr, sehr häufig passiert, dass kein Vertrauen da ist, weil keine Gegeninstanz da ist, um zu gucken, stimmt es auch und das stimmt es alles. Es muss nicht mal falsch sein, sondern es ist einfach keine Prüfinstanz da. Ich glaube, wir haben das Problem, dass wir jetzt in Deutschland parallel, was den Netzausbau angeht, sozusagen diesen Zeitdruck haben und das Know-how alternativ weiter aufzubauen, braucht eben auch Zeit. Es ist ja nichts, wo ich kann ja nicht ein Modell in einem halben Jahr bilden bei diesen ganzen komplexen Zusammenhängen. Aus meiner Sicht muss es aber parallel gehen und es gibt tatsächlich Überlegungen, Bestrebungen, eben
wie können Prozesse aussehen und welche Art von Förderung kann es auch geben, um mit diesem Problem umzugehen, weil Sie haben absolut recht, dass das wird auch eins sein, diese Frage wird sich immer wieder stellen. Vielen Dank. Nochmal kurzer Hinweis, das hier vorne sollte ein bisschen lauter gesprochen werden, das kommt sonst, glaube ich, nicht an. Da hinten war noch eine Frage, dann hier vorne. Mein Name ist Birgit Söte, ich bin wissenschaftlicher Beirat für globale Umweltveränderungen. Ich habe an Herrn Roll eine Frage, und zwar bei dieser finanziellen Bürgerbeteiligung. Wie ist die ausgestaltet? Können sich da im Grunde genommen nur vermögende Bürger beteiligen oder wird das als eine Art Genossenschaft geführt? Wie wird das dann in Ihr Unternehmen integriert oder werden Aktienpakete verteilt? Also wie ist das konkret ausgestaltet und wie ist das beispielsweise ein Modell für die Kompensation, die ja auch öfter angesprochen worden ist? Also die Idee dahinter ist, eine Beteiligung auf Eigenkapitalbasis zu bewerkstelligen. Wir sind noch nicht am Ende mit dem Modell, das ist noch eine Diskussion bei uns, weil das doch einige komplexe Randbedingungen hat. Aber eine Idee könnte sein, über Genussscheine die Bürger zu beteiligen, finanziell zu beteiligen, die dann auch sagen wir, zu 49%, sage ich jetzt mal, Eigentümer dann dieser Leitung sind. Und dann gibt es dann sozusagen eine eigene GmbH. Und diese GmbH sozusagen würde uns dann die Leitung wieder verließen oder vermieten, wie man es auch immer nennen möchte, und dann ist sie wieder, wird sie von uns betrieblich geführt. Das ist so eine Idee, die wir gerade intern diskutieren. Wir sind noch nicht am Ende des Tages, aber so könnte das Modell aussehen. Die Idee ist tatsächlich, den einfachen Bürger abzuholen, also jemand, der wirklich, also das auch in kleinen Tranchen auszugeben, das ähnlich aufzuziehen, wie das bei den Bürgerwindparks mit einem runden Modell auch passiert, dass man also auch mit kleinen Einlagen, mit der Mindestsumme von 1.000 Euro, sage ich jetzt mal, sich dort einbringen kann, und die Idee ist auch nicht zielgerichtet, die Bürger zu erreichen, die so im Umfeld dieser Maßnahme leben. Also wirklich dort postleitzahlenscharf in die Gemeinden zuerst zu gehen und sie zu beteiligen. Also es geht gerade nicht darum, hier die großen Investmentfonds zu beteiligen. Wir haben auch hier kein Finanzierungsproblem. Also wir brauchen uns hier nicht die großen institutionellen Anleger wie bei den Offshore-Windparks von Milliardeninvestments reden, sondern wir reden hier von, sage ich mal, zweistelligen Millionenbeträgen, die wir hier einsammeln wollen. Und hier geht es um die Finanzierung und geht es um die auch ein Stück weit einen kleinen Musikstein zum Thema Akzeptanz, weil auch das immer wieder zurückgespielt wird. Ja, wenn sich doch die Bürger auch finanziell beteiligen können und was von der Leitung auch wirtschaftlich haben, könnte das mit dazu beitragen, die Akzeptanz zu verbessern. Und das versuchen wir umzusetzen und hoffen, da bald ein Ergebnis kommunizieren zu können. Eine Frage würde ich auch gerne Frau Barth geben, ob das mit Ihrer Überlegung übereinstimmt? Ja, nein, also ich glaube, dass tatsächlich diese Art des Versuches, die Vorteile für alle, die sich dafür interessieren oder die sich daran beteiligen wollen, auch nutzbar zu machen von solcher Infrastruktur, dass es eine sehr gute Idee ist und dass das auch beitragen kann dazu, zu diesem Fairness-Gedanken. Aber es ist eben nicht in jedem Fall die Lösung. Wenn ich jetzt das Beispiel Attdorf nehme, da gibt es Leute, da wird dann 5 Jahre, wenn es denn gebaut wird, der Aushub aus dem Oberbecken an deren Häusern vorbei abtransportiert mit LKWs, und zwar in einem Takt, der richtig spürbar ist. Da es aber kaum Umgebungsgeräusche gibt, es ist eben schon sehr leise, wird kein Grenzwert überschritten, weil gar nicht sonst viele Beiträge sind. Das heißt, es ist nur diese Zusatzbelastung, die aber richtig 5 Jahre lang da auch reinhaut. Es gibt die Leute im Nachbarort, die haben sozusagen nur die zusätzliche Gewerbesteuereinnahme ihres Ortes, aber die LKWs nicht vorbeifahren. Und für solche Situationen habe ich, also wo es einen krassen Unterschied in der Betroffenheit gibt, habe ich im Moment eben keine Lösung. Und da hilft sowas auch nur partiell, weil das würde ja auch denen im Nachbardorf, die keinen Lärm haben, zur Verfügung stehen. Das soll aber nicht dagegen sprechen. Es ist nur nicht, ich kann damit nicht alle Arten von Vor- und Nachteilsausgleich abdecken, aber es ist eben ein Punkt, wo ich Leute involvieren kann und wo ich dann, also insofern bin ich sehr gespannt auch, wie das angenommen wird. Und wie Sie jetzt auch in diesen, wenn Sie ins Planfeststellungsverfahren gehen, ob Sie belohnt werden, in Anführungsstrichen, für Ihr Vorgehen, was auf jeden Fall bemerkenswert ist. Aber da erkenne ich auch so ein bisschen, oder es scheint so einen Paradigmenwechsel zu geben, auch auf der Vorhabensträgerseite. Vor 5 Jahren hatten wir noch Posch-Kommissionen in Hessen, die festgestellt haben, dass Bürgerbeteiligung zu sagen, langen Genehmigungsverfahren und dass die alle irgendwie viel verkürzt werden müssen und dass man diese ganzen Sachen eher wieder aus den Gesetzen rausnehmen muss. Und wir haben ein Stück weit eine viel höhere Erkenntnis, also es kommt jedenfalls zunehmend dazu, dass diesen Gegensatz, den es lange Zeit
als gegeben galt, Bürgerbeteiligung führt zur Verfahrensverlängerung, dass eigentlich das Gegenteil richtig ist. Das sehe ich wie Sie. Einigermaßen sicher bin, eine optimale Planung ungefähr hinzukriegen, dann habe ich auch Interesse, das zu machen. Also von daher finde ich es viel glaubwürdiger zu sagen, ich will diesen politischen Prozess davor packen. Und ich finde, dass wir uns so ein bisschen schon so in unseren Kreisen nur bewegen, wenn wir nicht von Politik, sondern von Beteiligung reden und von Gesetzgebungsverfahren. Das ist so, geht sozusagen in beide Richtungen, sowohl an die Politiker hier als auch an die Leute, die Sachen bauen. Ich glaube, der große Vorteil ist ja tatsächlich, wenn ich das richtig verstehe, dass das in Schleswig-Holstein jetzt zwar von Tenet administriert wird, dass die Idee aber aus der Bürgerwindpark-Szene kommt. Also die Bürgerleitung. Ja, genau. Richtig. Also die AG Netz. So, das ist, und das ist, glaube ich, tatsächlich auch etwas völlig anderes, wenn ich jetzt als Investor mich hinstelle und jetzt habe ich noch die Idee, die Leute zu beteiligen, als wenn im Prinzip die Idee steht, wir Bürgerwindparks sehen ein Problem, wir brauchen eigentlich eine Leitung und wir wollen uns ein vernünftiges Modell überlegen, wie wir vielleicht eine breitere öffentliche Beteiligung und Akzeptanz für diese notwendige Leitung bekommen. Und ich glaube, das ist sozusagen die positive Vorgeschichte, die mich eigentlich an diesem Modell, in dem konkreten Fall, sehr hoffnungsfroh stimmt. Insofern, glaube ich, hängt es tatsächlich viel damit zusammen, wer und aus welchen Motiven macht das eigentlich. Ne, weil Sie haben selber gesagt, Sie brauchen eigentlich das Geld nicht. Und wenn Sie das dann ganz woanders machen, wo es vielleicht weder diese Erfahrung gibt mit Bürger bringen die Energiewende voran, noch sie die Initiatoren sind, könnte das schon völlig anders aussehen. Dann ist das einfach so ein Akzeptanzbeschaffungstool. Also insofern kann es da funktionieren, an anderer Stelle vielleicht nicht. Also in Schleswig-Holstein ist der politische Prozess hier das Entscheidende gewesen, weil hier der Aufschlag auf eine Landesregierung kam. Und hier ist die Landesregierung auch selbst unterwegs, um sozusagen diese Dialogplattform. Sie müssen sich vorstellen, da gibt es also Projekte, da sind wir noch auf einer Helikopterebene unterwegs. Da gibt es auch Projekte, da sind wir schon ganz konkret vor Ort bei der konkreten Leitungsführung unterwegs. Dass sich in diesem Prozess die Landesregierung massiv einbringt. Also nicht nur sozusagen an einem runden Tisch in einem schönen Saal, sondern auch, da fällt ein grüner Minister auch zu einer Bürgerinitiative hin und diskutiert mit den Trassenalternativen. Also da ist ein politischer Prozess während der laufenden Verfahren da. Und wir hatten eben diesen Vorlauf, also bevor wir jetzt angefangen haben, diese Konzepte zu erstellen, hat die Landesregierung uns eingeladen, diese Alternativen zu diskutieren und gemeinsam diese Plattform, Netzinitiative zu schaffen. Und solche Prozesse, wenn es auch in anderen Bundesländern gäbe, wäre für uns entscheidend, weil Genehmigungsverfahren sind alle noch bei den Ländern und bleiben auch bei den Ländern. Ich gehe auch davon aus, dass ein Großteil der Planfeststellungsverfahren der Nahbegleitungen bei den Ländern bleiben wird. Das heißt, die Länderebene ist ganz wichtig und wir brauchen die Landespolitik hier, die muss sich hier einbringen. Und da ist Schleswig-Holstein einfach das Vorbild. Interessanterweise über alle politischen Parteien hinweg. Der Aufschlag kam von der CDU-FDP-Landesregierung und der wird in etwas veränderter Fassung von der rot-grünen Landesregierung weitergeführt. Also da gibt es parteiübergreifend Konsens mit unterschiedlichen Nuancen, aber natürlich gibt es da einfach eine politische Verantwortung, die man auch da wahrnimmt. Die Politik hat eine Verantwortung hier auch, als nicht zu sagen, ja, ihr müsst das jetzt alle akzeptieren, das ist Quatsch, aber selbst in dieser Plattform, dieser Dialogplattform aufzutreten und hier Position zu ergreifen. Wir sind hier als Netzbetreiber Auftragnehmer der Politik. Wir haben den Auftrag bekommen, so einen Plan aufzustellen, mit den Prämissen, die rechtlich und auch energiewirtschaftlich da sind. Wir sind nicht diejenigen, die sozusagen das unbedingt mit aller Gewalt wollen. Das muss die Gesellschaft wollen. Darum geht es und da müssen alle Player mit rein.
um hier gemeinsam die Lösung dann zu erarbeiten. Ich hätte jetzt noch mal kurz zu dem Thema eine Nachfrage an Herrn Ganzer. Sie hatten ja in Ihrem Vortrag erwähnt, dass beim Vorhabensplan in Schwalbe-Leipferdorf, dass es Gespräche gab mit den Umweltverbänden vor Ort. Was für Projekte hättet ihr gerne von eurer Wunschliste realisiert, wenn ich es irgendwie so zusammenfassen darf? Also jetzt im Hinblick auf die anderen beiden Beiträge gab es auch Versuche, die Bürger finanziell am Pumpspeicherwerk zu beteiligen. Gab es da Intentionen seitens des Vorhabenträgers? Was wäre Ihre Einschätzung? Und das andere, was ich gerne Sie noch fragen würde, das Thema Verzögerung. Wie ist das aus der Sicht einer Genehmigungsbehörde? Wie werten Sie das? Also entscheidend ist halt, was angesprochen war, dass der politische Prozess möglichst frühzeitig einsetzt. Bei Adorf wäre das die Situation gewesen, die Schlusswerke hätten sagen sollen, ja, wir planen im Hotzenwald oder in Süddeutschland ein Pumpspeicherwerk. Wir haben da verschiedene Standorte im Blick und im Grunde genommen diesen internen Abwägungsprozess, auf den man dann bei Adorf als Standort gestoßen ist, dass man den halt frühzeitig bekannt gemacht hätte. Das hätte sicherlich Vertrauen geschaffen und die Leute hätten auch das Gefühl gehabt, hier geht es nicht nur ums Mitnehmen, um Akzeptanz, sondern sie können vielleicht in der Sache was mitbestimmen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Dann Frage finanzieller Beteiligung, also direkt nicht, aber es war am runden Tisch ein Thema, ob man halt Kompensation irgendwie schaffen kann in den Gemeinden, dass die Gemeinden hier halt Sonderlasten tragen, dass man halt was für den Tourismus macht. Die Kliniken haben Sorgen, dass man hier irgendeinen Ausgleich schafft. Da ist eine gewisse Bereitschaft da, aber nachdem natürlich die Finanzierung immer auf dünnere Beine gerät, wird die auch wieder ein bisschen eingesammelt. Und so eine direkte Bürgerbeteiligung, also hat nicht so den Charme. Ich bin mal gespannt auf die Ergebnisse aus Schleswig-Holstein. Also für mich hat so ein Bürgerwindpark immer auch was mit unternehmerischem Risiko zu tun. Ich stehe morgens auf und sehe, mein Windrad dreht sich oder die Sonne scheint. Beim Strommast kann ich mir das ehrlich nicht so ganz vorstellen. Er steht noch. Er steht noch, ja gut. Ja, ob ich einen Genussschein jetzt an Ihrer Firma habe oder an dem Strommast, das sehe ich jetzt noch nicht die Unterschiede. Aber wenn der Anstoß letztlich aus den Bürgerwindgenossenschaften kam, muss man das versuchen. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse. Ich habe eine Nachfrage. Ja. Das braucht doch ein Vorhabenträger gar nicht machen. Also zu der Gemeinde sagt, wenn ihr mir was genehmigt, dann kriegt ihr von mir was Kindergarten. Nein, also es ist nein, also die Gemeinden genehmigen da auch nichts. Ja, das letztlich. Ja. Also mit. Das kann die Gemeinde nicht dafür finanziell ausstatten, dass sie da Wohnungen das Ganze gestalten. Gut, das ist ein letztlich ein rechtlicher Graubereich. Es geht nicht um Bestechung, zumal die Gemeinden da nur als TÜP ihre Meinung abgeben können, aber entscheidend tut halt die Planfeststellungsbehörde, das Land Baden-Württemberg letztlich. Und ich sage ja, in Deutschland sind solche Kompensationszahlungen ja nicht gern gesehen, weil man hat immer das Gefühl, die Leute sollen gekauft werden oder die Gemeinden sollen gekauft werden. Aber was die Frau Barth zu Recht sagt, da bin ich bei ihr. Es gibt halt Gemeinden, Bürger, die irgendwelche Sonderlasten tragen und man kann natürlich Akzeptanz gewinnen, wenn das irgendwo kompensiert wird. Also was in der Schweiz mit den 500 Millionen für ein Lager für hochaktive Abfälle geht, das müsste auch in Deutschland gehen. Aber wenn ich das mit meinen Kollegen da in Gorleben diskutiere, dann ist das natürlich Verrat, Verkauf. Also es ist schwierig, dafür Akzeptanz zu schaffen. Auch in rechtlicher Hinsicht begibt man sich da sicherlich in Grauzonen. Vielen Dank. Ich hatte jetzt noch im Blick auf die Zeit hier sind noch drei Fragen. Also Rainer zuerst. Herr Rainer Grieshauer von der Geschäftsführung vom Ökoinstitut. Frage geht an Torben Becker. Ihr sollt und wollt ja nicht nur die Stromverteilung sozusagen begutachten und kommentieren, sondern ja auch die Reduktion von Strom, zum Beispiel in der europäischen Ökodesign-Richtlinie. Und da werden ja am Montag 30, 40 Produktgruppen in ganz vielen Einzelschritten vorbereitet, Preparatory Studies, dann die ganzen Folgeschritte. Und da seid ihr jetzt auch dabei. Und das ist jetzt einfach die Frage, also, nämlich, wie weit könnt ihr in diesen ganzen Prozessen einfach teilnehmen? Also machst du dann morgens umstrittene Normen, Messnormen, sagst du Espressomaschinen und mittags schnell die Netzplanung für die Bundesrepublik? Oder wie sieht es aus? Was braucht ihr da in Zukunft sozusagen auch Unterstützung, finanziell oder durch irgendwelche Begleitung?
sowas auch machen können, weil die Fragestellungen sind ja immer komplexer. Ich glaube, das ist ja heute sehr, sehr deutlich geworden. Das ist eine interessante Frage, die bezieht sich auch auf die Bürger. Also wir reden jetzt hier drüber, wir wollen die Bürger mehr beteiligen, die Umweltverbände mehr beteiligen, aber irgendwie, es muss ja auch geleistet werden. Also man redet jetzt so darüber, ohne dass man natürlich auch die Kapazitäten, die auf der anderen Seite freigemacht werden müssen, sich mehr beteiligen, sich intensiver reinarbeiten, auch freigesetzt werden. Ja, also ich bin zum Glück nicht ganz alleine, der die Politik beim BUND macht. Insofern gibt es auch noch jemanden, der sich mit Eco-Design und diesen ganzen Themen beschäftigt. Aber das ist tatsächlich, das wollte ich auch mit dieser Folie verdeutlichen, sozusagen welchen Aufwand wir da betreiben. Die Kernforderung aus unserer Sicht ist im Moment noch nicht, wir brauchen da unbedingt zusätzliche finanzielle Ressourcen. Also insofern ist tatsächlich, stellt sich, glaube ich, die Frage auf Bundesebene auch nochmal anders, wie jetzt in einem konkreten Genehmigungsverfahren, wo es, glaube ich, durchaus legitim ist zu sagen, wenn ich da ein Gleichgewicht der Kräfte haben will, dann muss ich mir auch irgendwie überlegen, wie Beteiligung und auch fachlicher Input von anderen Seiten möglicherweise auch finanziert werden kann. So auf Bundesebene, glaube ich, gibt es auch auf Umweltverbandsebene durchaus genügend Schlagkraft, dass man sagen kann, da brauchen wir jetzt nicht, das ist eine institutionelle Förderung, wir müssen vielleicht irgendwie gucken, wenn wir sagen, wir brauchen da zusätzliche Ressourcen, wie wir da rankommen. Aber ich denke, das schaffen wir schon. Das Spannendere ist tatsächlich, weil es so ein Riesenaufwand ist, werden das wir und andere auch nur machen, wenn auf sich das Verfahren einen Sinn ergibt. Das ist für mich tatsächlich viel entscheidender. Ansonsten ist es tatsächlich Zusatzarbeit, wo wir sagen können, da können wir unsere Ressourcen, unsere Kräfte wirklich auf andere Sachen konzentrieren. Das ist für mich da tatsächlich eher das Entscheidende. Und gerade an sich, mein Name für Studenten, wenn ich mir den Titel angucke, diese Veranstaltung Gutplan für Entscheiden, impliziert es ja einmal, dass man sozusagen die Akzeptanz steigert mit Planung, das kann ich gut nachvollziehen. Aber wie ist mit dem Rationalitätsgewinn die partizipative Planung kommt, da bin ich persönlich sehr interessiert dran, weil jetzt auch eben auch schon anklang, dass sich durch die Bundesnetzplanung nicht unbedingt die Endmarktprojekte jetzt verändert haben. Also das hat ja Herr Becker angesprochen. Drum fällt jemand von Ihnen ein Beispiel ein, wo tatsächlich ein substanzieller Rationalitätsgewinn durch partizipative Planung stattfindet? Oder ist das im Prinzip eher eine nette Beilage? Oder? Also ich kann es jetzt nicht auf jetzt einen Partizipationsprozess beziehen, sondern auf Einwendungen in Verfahren. Ich habe mal eine Anlage für der Nanotechnologie genehmigt und da war eine Ärztin und die hat uns gefordert. Am Schluss habe ich dann 4 Toxikologen gebraucht, bis wir beim Bundesverwaltungsgericht waren. Und das war sicherlich, da ist auch die Nanotechnologieforschung vorangegangen, auch was die gesundheitlichen Auswirkungen anbelangt. Aber da war sicherlich ein Rationalitätsgewinn ganz stark da. Also die Bürger stellen oft die richtigen Fragen. Und Fachleute haben dann oft auch Schwierigkeiten, die richtig zu beantworten, weil sie in ganz andere Richtungen denken. Und ich denke schon, wenn sich der Bürger beteiligt, die richtigen Fragen stellt, ist das für das Ergebnis in jedem Fall gut. Also es gibt relativ viel Forschung bei der Endlagerfrage und auch inwieweit Partizipationsverfahren dazu beigetragen haben, jetzt nicht nur für Vertrauen zu sorgen, sondern auch das konkrete Projekt in der Planung zu verändern. Und also ein Beispiel, wo es ganz konkret so passiert ist, ist in Belgien bei einem Lager für mittelradioaktive Abfälle und auch in Schweden beim Lager für hochradioaktive Abfälle, das ja, aber auch wirklich über Jahre hinweg gesehene begleitende Prozesse, die jeweils aber auch mitfinanziert waren, also wo sozusagen die Kommunen und die Umweltverbände in Strukturen waren, wo sie sich Sachverstand haben auch organisieren können, finanzieren können. Da gibt es solche Beispiele, wo die Eingangsplanung von dem Vorhabensträger was ganz anderes war, als das, was am Ende genehmigt war. Ob man da jetzt von Effizienz spricht oder von Optimierung, aber es ist auf jeden Fall vor allem in sehr dezidiert organisierten Prozessen, die auch ein gewisses Budget zur Verfügung haben, ist es auf jeden Fall so. Und die Beispiele wie Herr Ganser jetzt oder das Beispiel von Herrn Ganser, da gibt es x Beispiele, was Einwendungen angeht oder auch Kooperation zwischen Umweltverbänden und Genehmigungsbehörde, was die Ausgestaltung von Auflagen und Ähnliches angeht. Also ich denke, dass das da gibt es vielleicht jetzt nicht allzu viel systematische Untersuchungen über alle Vorhabensarten hinweg, aber es gibt ganz, ganz viele Fallbeispiele, wo man das zeigen kann. Ja, Peter Abels von Jobwelthilfe. Eine Frage an Herrn Ganzner und eine Anmerkung zu Frau Barth.
Sie haben das interessante Beispiel gebracht des Staatsverständnisses, was den alten Planfeststellungsgesetz zugrunde liegt, eher von der preußischen Seite herkommend, auflösbar und weiterentwickelbar, möchte ich nur noch unterstreichen, ergänzen, auch letztlich um Informationen, die bisher dem Netzbetreiber obliegen haben bei Netzplanung, jetzt aber letztlich als gesamtstaatliche Aufgabe zu sehen sind und damit auch kommuniziert werden müssen, damit sie auf Verständnis stoßen. Von daher sicherlich also eine Weiterentwicklung notwendig. Eine Frage an Sie, Herr Kanzler. Sie sprachen vorhin, Sie haben dieses plastische Beispiel gebracht mit der siedlungsnahen Infrastrukturmaßnahme und der weiter siedlungsentfernten, aber leider ein FFH-Gebiet tangierenden Maßnahme. Für mich erwächst daraus die Frage, haben Sie das Gefühl, dass damit die Bürger sich rein rechtlich gesehen unterrepräsentiert fühlen? Oder ist es auch ein Kommunikationsproblem, dass eben einfach die Rechtslagen so unterschiedlich sind? Wir haben dieses Phänomen an anderer Stelle auch erlebt und haben gesagt, okay, wir müssen vielleicht zu neuen Rechtsetzungen da auch kommen, die also mehr so einen Wohnumfeldschutz analog zum Nachbarschaftsschutz haben, um da eine gewisse, ich sag mal, Diskussion auf Augenhöhe oder wie man es nennen soll, zu haben, weil der Bürger sich oft in diesen Diskussionen ein Stück weit unterrepräsentiert fühlt. Also der Bürgerbelang ist sicherlich gegenüber dem Naturschutz derzeit unterrepräsentiert. Sie hatten das auch festgestellt, Frau Barth, in diesen Infoveranstaltungen, da hieß es dann, jeder Käfer hat mehr Rechte als ich als Anwohner. Das ist aber jetzt ein Rechtsproblem, das sich halt entwickelt hat. Da wird, denke ich, auch das Pendel irgendwann mal wieder ein Stück zurückschlagen. Und aber so ein hohen Umweltschutz wäre sicherlich was Sinnvolles. Das kann man in der Raumplanung sicherlich auch festlegen. Wir müssen da halt auch ein anderes Verständnis haben, mehr wieder Richtung uns Bürger orientieren sozusagen. Und ja, aber wir haben halt den europäischen Rechtsrahmen, der das Naturschutzrecht vorgibt. Und den zu verändern, ist ein sehr langwieriger Prozess. Und wenn wir dann noch unsinnige Urteile des Bundesverwaltungsgerichts haben, das sagt, dass auch die Tötung eines Einzelexemplars den Verbotstatbestand der Tötung erfüllt und sie nie weiter baufeldfrei machen für irgendwelche Infrastruktur ausschließen können, dass da ein geschützter Laufkäfer noch ist, dann führt es halt zu Hindernissen. Und jetzt kommt der Europäische Gerichtshof hinzu und sagt, ja, diese polnische Ausnahmeregelung, wo man das dann rechtlich hätte bewältigen können, die ist identisch mit der deutschen, die sei aber mit der Vogelschutzrichtlinie nicht zu vereinbaren. Und die ganze Naturschutzverwaltung und die Genehmigungsbehörden in Deutschland sind momentan ein bisschen ratlos, wie man jetzt im Grunde genommen mit diesem Konflikt, der eigentlich durch die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts mit dem Tötungsverbot für ein Einzelexemplar ausgelöst wird, wie der noch bewältigbar ist. Vielleicht noch ganz kurz einmal zum Thema Rationalität. Also in der Tat ist es so, dass Beteiligung von Stakeholdern tatsächlich zu einer rationaleren Planung führen kann. Also zum Beispiel die Windmühlen in Schleswig-Holstein. Wir hatten da ursprünglich in einer Region nur ein Umspannwerk vorgesehen und dann sagten die, baut doch noch ein zweites dahin. In der Summe kam raus, wenn wir das zweite bauen und die können sich näher an uns ranschließen, wird es gesamtwirtschaftlich billiger für alle und wir werden sogar noch schneller fertig. Dann hatten die noch ein Grundstück für uns, wo wir dann direkt das Umspannwerk draufbauen konnten, wo kein Konflikt da war. Und sofort hat man ein Konzept, das für alle Beteiligten das Bessere war. Das ist so ein Beispiel, das mir spontan einfällt, verbesserte, ein praktisches Beispiel, dass wenn man sich zusammensetzt und sich das anhört, dass man auch tatsächlich eine rationellere Planung bekommen kann. Thema Konflikt Umwelt und Mensch. Wir erleben das gerade aktuell in vielen Verfahren, zum Beispiel unsere Leitung Hamburg-Nord-Dollern, die geht quer durch den Großraum Hamburg. Haben wir in der Tat eine Diskussion, wo das kommt. Das ist einfach ein Konflikt, den muss auch am Stück weit der Gesetzgeber vielleicht auch auflösen. In der Tat haben die Menschen das Gefühl und auch wir als Planer haben das Problem, Umweltrecht ist halt oft materielles Recht, ein FFH-Gebiet, Natura 2000-Gebiet ist für uns eine No-Go-Area für die Leitung. Ein Haus können wir theoretisch bei den heutigen gesetzlichen Grundlagen, theoretisch, wir tun es natürlich in den Neubauplanungen um Gottes Willen nicht mehr, können wir theoretisch übersparen, weil wir können auch direkt in der Leitung jeden Grenzwert zehnfach, hundertfach unterschreiben an der Stelle zu magnetischen Feldern, die große Diskussion, die auch eines der größten Themen beim Thema Akzeptanz Netzausbaus. Und das sind Themen, da wird man sich nochmal unterhalten müssen, wie man das löst. Aber in der Tat, wir sehen das einfach auch tatsächlich in der praktischen Umsetzung, in der Diskussion vor Ort als ein großes Thema. Dann, wenn wir schon signalisiert worden, wir müssen jetzt leider schließen, obwohl es bestimmt ein paar spannende Fragen gibt, die wir gerne mit Ihnen diskutiert haben. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an die Referenten für ihre Vorträge und die Bereitschaft, an der Diskussion teilzunehmen. Ich denke schon, dass wir uns diesem schwierigen Thema ein bisschen nähern konnten und haben jetzt vielleicht ein besseres Gefühl auch dafür, was vielleicht Frühzeitigkeit betrifft, was Akzeptanz betrifft. Ja.
werden sehen, wie unser Paragraph 25 Absatz 3 Verwaltungsverfahrensgesetz ist, dann vielleicht dann doch in die richtige Richtung weist. Und ich denke aber auch, der Diskurs ist noch lange nicht vorbei. Und jedes Verfahren, denke ich,